Schönen guten Tag zusammen. Hier ist wieder der Boy mit dem Toy. AKA Phil. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück. Zurück zu einer weiteren Runde. Fotze, Sotfe. Ich quetsche mal eben hier mein Teebeutelchen aus. Scheiße, nein. 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 Nein! Oh Mann, ey, mir ist der scheiß Zettel hier abgerissen von dem Teebeutel und dann habe ich mit dem Löffel voll gegen die Tasse geschlagen, der ich natürlich gekleckert habe. Entschuldigt! Hängen wir alles hinten dran, hängen wir alles hinten dran. Heute mit Nachspielzeit. Ihr merkt, meine Stimme hat eine neue Form erreicht. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie die Form heißt. Scheiße, ich kann hier meinen Arm nicht hin tun. Oh, fuck. Warte. Einzelspieler. Ich glaube, wir waren in der Höhle, oder? Ich hoffe, wir waren in der Höhle. Fuck, Mann. Meine Stimme hat auf jeden Fall eine neue Stufe erreicht. Ich weiß doch nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich weiß, an irgendwas erinnert mich das so richtig, so zu sprechen. Aber ehrlich gesagt, ey, solange ich mir noch nicht so einen Rasierer hier an den Hals halten muss, ist das alles nur im Rahmen. Darf ich solche Witze machen? Wahrscheinlich nicht. Herzlich willkommen und viel Spaß, Leute. So, warte mal. Ja, jo. Ach ja, warte mal. Ich musste dringend weg. Und ich glaube, ich wollte noch mal hinten... habe ich... Ton aus? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich wollte nochmal zurück, ne? Weil ich wollte nochmal den anderen Weg gehen. Ich würde jetzt aber doch mal erstmal gerne hingehen und mach mich erstmal voll. Komm, eins am anderen hier. Wieso trinke ich vor Essen? Boah, ich Vollidiot. Erzähl mal eine Ruhe hier rein, sonst verdirbt das nachher noch. Ja, eine Ruhe, das hättest du dir auch in den Arsch stecken können. Dann machst du nochmal hier ein bisschen Katzenfutter. Du Opfer, du. Wieso? Ach so, ich hab nicht lang gepennt. Ne, warte mal, jetzt zieh nochmal Rüstung an. Seht ihr das, wie er so die Welle macht? Aber er zieht sie nicht an. Manchmal ist der Bug da. Jetzt geht wieder auf einmal. Okay. So, warum bin ich nicht ausgeschlafen? Ah, er konnte nicht pennen wegen Gegner wahrscheinlich in der Nähe. Gehe ich doch mal stark von aus. Jetzt ist die größte Frage gerade erstmal, aus welcher Richtung kam ich, verdammt nochmal. Kam ich hierher? Müsste so um die Ecke gehen dann. Ne, geht nicht um die Ecke. Ah, ihr wisst, hinten war noch ein anderer Gang. Da ging noch eine andere Abzweigung lang. Und ich würde gerne auch nochmal links lang. Kann ich hier schon wieder hoch oder sind wir noch gar nicht durch? Ja, sind wir noch gar nicht durch. Da ging noch mal so eine Abzweigung nach links lang und wir nehmen ja alles mit und da will ich auf jeden Fall auch noch mal hin. Warte mal, ich muss mal hier ranrücken, so. Ach so, ja, okay, jetzt sollte ich definitiv mal mir ein bisschen angewöhnen, hier nach links und rechts zu gucken, ob hier vielleicht mal irgendwie auch so ein Gang ist oder sowas, ne? Das wäre vielleicht von Vorteil. Wieso ist das Mike eigentlich so tief, so? Junge, mein Arm ist trotzdem nass geworden, ey, ich... Oh. Kann ich hoch? Ich kam jetzt aus dem linken Gang, which means, das geht hier im Kreis. Ich will mal eben sicher gehen, Leute. Ich schwimme da jetzt mal eben nochmal lang. Wo bin ich jetzt hergekommen? Verdammte Scheiße. Oh, ey, Junge, dass du hier so wenig sehen kannst. Das ist aber auch der Raum, ne? Wo Mami und Daddy drin waren, oder? Ach, hier komme ich auch gar nicht mehr hoch. Oder was? Ich komme hier nicht mehr hoch. Ah, leck Arsch, Mann. Okay,
Warte mal. Junge, wo haben sie die Unterwassertaschenlampe her, Alter? Aus 1910? Ey, du hast gar keine Reichweite. So, da ist das, wo wir reingegangen sind. Da ist das Loch. So, also muss hier links noch irgendwo ein sein, wo wir jetzt rausgekommen sind. Aber wenn ich, also wenn ich ja da nicht mehr hochkomme, dann kann ja nicht Ende sein. Also dann können wir hier nicht im Kreis schwimmen. Das heißt, wir müssen hier irgendwo rauskommen. Wo bin ich rausgekommen? Verdammt nochmal. War da oben jetzt ein Loch? Nee. Ich sehe das Loch. Ist hier weiter rechts noch ein? So, das Arschloch hier. Hä? Bin ich doch zurückgerannt, als wir gespawnt sind? Junge, verdammte Scheiße. Quality Content. Quality Content, Freunde. Hab ich nicht zwei Wege gesehen, als ich hier reingegangen bin? Ja, dann haben sie den anderen zugemauert. Alles klar, wir gehen wieder rein. Fuck, ey, oder warte mal. Junge, wenn ich doch von hier gekommen bin. Ich bin hier ein Stück rein, dann habe ich doof rumgeguckt und bin erst ein Stück weiter dann nach oben geschwommen. Kommt das hin? Ja, kann sein. Doch, kann sein. Dann bin ich, glaube ich, hierher gekommen und dann gibt es gar keinen zweiten Gang. Aber woher? Wer von euch hat mir vom zweiten Gang erzählt? Scheiße. Ja, wir gehen jetzt. Wir schwimmen wieder rein. Junge, was mache ich denn jetzt hier gerade? Könnte meine erste Wochenendfolge. So, hier irgendwo ging es rein. Hier war das Arschloch. Das immer enger zulaufende Arschloch. Ganz genau hier. So. Also bin ich doch zurückgelaufen, als wir die Folge begonnen haben. So, hier müsste das so rechts rumgehen, genau. Und hier kamen ein paar Muttis. Also warte mal, mir ist aufgefallen, dass das Mike manchmal übertönt, weil ich habe es ein bisschen empfindlicher gemacht. Jetzt glaube ich wieder besser. Hoffe ich. Genau, hier liegt der Stock. Auf einmal kann er den aufheben. Ging vorhin nicht. Achso, warte mal. Hat er jetzt wieder fallen lassen? Ne, weil er hatte den ja jetzt in der Hand. Haben wir jetzt 21 Stöcke tatsächlich. Es ist also doch möglich, über diese Schwelle von 20 da irgendwie hinauszukommen, ne? Hier fallen wir runter. Okay, hier waren wir definitiv noch nicht. Mehr als ein großer? Also groß definiert sich bei mir in dem Fall größer als 14 cm. Größer als die Babys. So. Spring. Ja, ich habe einen Stein am Fuß, Alter. Oh, ich konnte nicht nach links, weil da der Scheiß im Weg war. Nuppenbabys, waren das alle? Ich hoffe. Keine Rüstung verloren. Oh, boah, Junge, ist das eklig an dem Ärmel, ne? Ich traue dem Ganzen hier gar nicht. Irgendwie sieht das voll krass ein Höhlenausgang. Wo sind wir? Direkt beim Kelvin.
Wo sind wir denn nochmal reingegangen? Ah, warte mal. Wir sind reingegangen. Der Versorgungsschacht. Und der war da. Da, das pulsierende grüne Ding, glaube ich. Ja, ja, ja. Safe. Krass. Ja, bumst den Kelvin weg. Mach den fertig. Ja, Renny. Ja, scheiße, jetzt bleibt der doch stehen. Warte mal. Kann man sich den Höhleneingang markieren? Oh. Kann man sich das markieren hier? Mit dem scheiß Peilsender. Geben wir den ganzen nochmal eine Chance. Vielleicht kann man nur Höhleneingänge markieren oder so. Muss das hier so eine Wand machen oder... Ich habe keine Ahnung. Wie kann man nicht mehr... Das weiß aber anscheinend auch keiner von euch. Weil ich habe noch keinen Kommentar dazu gesehen. Geh, steck das wieder nur weg. Mann, ey, Junge, dann kack doch einen Haufen hier hin, damit ich mir da merken kann, wo das ist. Ey, scheiße. Ja, hauen wir ab. Wir gehen einmal kurz Base, damit wir sicher sind. Und dann planen wir nächste Schritte. Weil wir haben, warte mal, was hat uns jetzt diese Höhle gebraucht? Ja gut, Virginias Keycard. Virginias Keycard war wahrscheinlich wichtig, also für die Story. Ey, die Lichtung suche ich immer. Junge, die suche ich. Weil hier will ich unbedingt mal eine Base hinbauen, aber ich kann mir nie merken, wo die ist. Ist eigentlich gar nicht so schwer zu merken, ne? Beach Spawn Süden. Also wenn Beach Spawn, wenn der kleine Inselpimmel da oben... Norden wäre dann einfach nach Süden laufen. Die ist so geil, diese Lichtung. Stark. So, warte mal, wir gehen. Alter, das sieht so geil aus. Ey. Wir haben so. Ey! Ich hab da gar nicht gemerkt. Wir haben wieder Sommer. Oh, endlich. Schön. Endlich ist mir nicht immer nass und kalt, Mann. Junge, und nimm den Schnorchel aus dem Mund. Du machst dich ja zum Affen hier, ey. So. Ja, jetzt sind uns im Prinzip alle Möglichkeiten offen, die ich in der Osten des Insels Folge gehabt hätte. Hört ihr die Geräusche? Das klingt, als würde da noch Schneeregen geben. Das ist das Soundfile vom Schneeregen. Krass, okay. Ja, pass auf, wir gehen mal hin und machen mal wieder hier so ein bisschen das voll. Aber ihr seht auch, wie sich das dann mit der Zeit auch stackt, ne? Ne, warte mal, dann nimm einen wieder zurück. Achso, scheiße, kannst du nicht. Guck mal hier, die Energieriegel, ey. Habe ich da Dosen irgendwo auch mal rein gemacht? Ja, da stehen auch Dosen. Nimm mal das wieder raus. So, ach so, guck mal, Konserven stehen unten voll, ne? Ja, unten der Slot ist voll. Ach, die kannst du... Wieso kann man die nicht aus der Ansicht jetzt auch wieder mitnehmen? Das wäre cool gewesen. Energy Drinks behalten wir mal drin. Das brauchen wir auch sowieso alles. Das brauchen wir auch alles. Gehe ich mal von aus, das auch. Rüstung. Ja, okay, Arsch geleckt. Nimm die Konserve wieder mit. Soll uns reichen. So, wir speichern hier einmal. Oh, warte mal, ich hab Pöpisse. Ja, dafür gibt's Tücher bekanntlich, aber... Ich hab ein kleines perverses Schwein, bis dann machst du am Ende Daumen. Oder aka, wenn du normal aufgewachsen bist. So. Schlafen? Es wird, glaube ich, dunkel, oder? Ne, das Aufgang. Oh, fuck, man, das Aufgang. Warum sage ich jetzt fuck? Weil wenn wir jetzt pennen gehen, wir haben nämlich keine Energie gehabt, dann wirst du... Wieso kriege ich keine Energie mehr dazu? Also, nicht Energie, also das vom Mond da, weißt du? Jetzt kann ich nicht mehr pennen. Ist das eine Frechheit? Ach so, ja, okay, weißt du, was ich mir vorstellen kann? Ah, das ist aber, da haben sie aber dreist gemacht. Ich gehe mal davon aus, er hat jetzt vielleicht 15 Minuten bis zum Sonnenaufgang gepennt. Der war halt nur noch 15 Minuten weg, deswegen kam nicht viel Energie dazu und ich kann nicht mehr pennen, weil jetzt nicht, also weil ich jetzt gerade gepennt habe. Deswegen wahrscheinlich. Kelvin, mein Freund, komm mal her. Bevor du hier wieder nur die Aussicht genießt, ja.
Hol Fisch und lass hier fallen. Wir kümmern uns mal eben darum, dass die Nahrung wieder voll wird. Achso, warte mal. Ich hatte ein Fleisch, das war noch roh, ne? Einmal rohes Fleisch. Zwei sogar. Okay, danke. Bauen wir hier noch was? Also ich würde sagen, ich baue immer gerne, aber es ist völlig unnötig. Ist völlig unnötig. Junge, wo hatte ich nicht mal, hatte ich oder hatte ich nicht? Hatte ich nicht zwei Reihen hier mit Vogelhäusern? Nee, hatte ich nicht. Habt ihr recht, habe ich nicht. Gut, dann nehmen wir hier alles raus. 15. Ja. Das war das. Ja, aber wo gehen wir als nächstes hin? Also rein theoretisch praktisch wäre da cool. Also zu den pulsierenden Dingen. Warte. Ach so, warte mal, du kannst ja auch jetzt... guck mal, das ganz rechte Ausrufezeichen, das hier. Da war was zum Graben. Da können wir auch hin. Das Ausrufezeichen war wieder nur... Das ist wieder nur die scheiß Leiche. Der Peilsender wird wieder gespawnt sein. Aber das war was zum Graben. Da gehen wir in dieser Folge hin. Das schaffen wir. Gucken wir mal, was da ist. Mich hat letztens der Raffi im Stream gefragt, warum gucke ich mir nicht, also warum google ich nicht einfach, wie ich Waffen oder so finde, wie ich beispielsweise oder Katana oder sowas finde. Werde ich auf gar keinen Fall machen. Also das finde ich, ist meine Einstellung, macht man nicht im Let's Play. Ne, wenn das jetzt für mich nicht alles hier neu wäre und so, wenn ich jetzt die Story kennen würde oder so, dann, weißt du, dann würde ich mich jetzt auch nicht so anstellen. Aber ich will sie wirklich ganz neutral und unvoreingenommen kennenlernen. Das war damals beim ersten Teil überhaupt... Junge, steck dir deinen Daumen in den Arsch, Alter. Setz dich drauf. Wieso holst du nicht die Fische? Der hat zwei Stück geholt, ey. Normalerweise hat er den ganzen Atlantik leer gesaugt. Jetzt setzt er sich dahin, ne? Ist der schlechter geworden über Zeit? Nee, auf jeden Fall wollte ich jetzt sagen. Nee, also sowas mache ich nicht. Sowas mache ich hier wirklich nicht. Es kam durch Zufall vor, dass ich einige Objekte, wie zum Beispiel diesen Elektrostab, den Elektroschocker, also nicht die Pistole, davon gibt es wie gesagt auch einen Stab, den haben wir hier noch nicht, dass ich den mal bei einem Bauspielstand gefunden habe. Aber ansonsten werde ich, also gebe ich mir Mühe, eigentlich nichts storytechnisch hier dem Let's Play vorwegzunehmen in anderen Spielständen. Ja, lass den mal ein bisschen fischen. Und wir mal eben machen können, solange der Kelvin da fischt. Wir gehen mal eben zum Hubschrauber und holen uns da den Loot ab. Ist eigentlich dumm, den nicht eben wie jedes Mal wieder abzuholen. Wenn man weiß, der ist eh wieder gespawnt. Ach so, und was mir aufgefallen ist, ne? Boah, da muss ich mich bei euch entschuldigen. Ich habe die Helligkeit leider letztens nicht hochgestellt bei den letzten beiden Aufnahmen. Und da, die waren fast ausschließlich in Höhlen oder in so Bunkern drin. Und da war es leider ein bisschen dunkel teilweise, ey. Weil ich glaube halt nämlich auch gerade bei so einem Game, wo wirklich viele wichtige Sachen, also viele wichtige Gegenstände versteckt sind, die jetzt noch nicht mal zwangsweise was, ich hätte was essen sollen, die jetzt noch nicht mal zwangsweise was mit der Hauptstory zu tun haben, sondern einfach geil sind, wie halt so ein Katana oder so, und das dann wirklich in so einem Game wie Sons of the Forest zu finden, wo du keine Hinweise hast, also so in Rollenspiel oder so, sprichst mit einem NPC, der sagt, ey, geh nach Westen, und da ist das Tal der sieben Pilze oder was, lauf da drüber und da, wenn du dann nach Osten gehst, da hast du, sie liegt ein, das legendäre Katana von uralter Macht. Und sowas hast du ja gar nicht. Du musst halt komplett selbst gucken, wo die ganzen Sachen sind. Also in dem Spiel, Sons of the Forest, ist das rein... So, der Entwickler, der dir quasi so vorlebt, okay, ich kann halt nichts mehr tragen, Granaten bestimmt,
so der das Katana irgendwo hinlegt und dann entweder verteilt er gewisse Hinweise dahingehend oder macht es halt so und so leichter zu finden oder nicht. Und ja, das ist jetzt im Prinzip die Reaktion meinerseits alleinig darauf, ohne irgendwelche fremden Einflüsse. Ich Vollidiot hätte gerade Medizin in den Schrank stellen sollen. Aber wir haben sowieso zu viel. Es reicht sowieso vollkommen. Also würde ich mal einschätzen. Ich weiß nicht, was noch alle kommt, aber ich glaube, das reicht alles, was wir so haben. Wir spielen ja jetzt hier nicht mit 4 Spielern. Also ich habe auch gar keine, wenn ihr überlegt, ne, überleg mal die erste Folge vom Let's Play. Und dann habe ich angefangen, mir da hinten irgendeine Scheißbase zu bauen. Und bin aber auch nur verreckt und wir hatten auch nur Probleme mit Nahrung und Trinken die ganze Zeit. Und haben gar nichts auf Reihe bekommen. Also ihr vor allen Dingen, weniger von meiner Seite. Und jetzt, wir haben gar keine Probleme. Einzige Problem, was wir uns jeder Folge stellen müssen, ist, wo gehen wir hin? Und ich hoffe, da liegt jetzt ein Haufen Fische, wenn ich da wieder hinkomme. Junge, was ist mit dem plötzlich? Der kann ja nichts mehr. Ja gut, ich meine 3 Fische, immerhin. Wo geht er jetzt hin? So, pass auf. Soll mir egal sein. Kelvin, ich habe dir nur noch eine Sache zu sagen. Bleib hier. Und wenn ich hier sage, meine ich nicht genau auf den Quadratmeter, wo du dich gerade befindest. Du hast einen gewissen Bewegungsspielraum, wie du siehst. Aber du kannst von mir aus auch genau da stehen bleiben. Alter. Okay. So, wir nehmen getrocknete Fische mit. Wir essen hier mal eben... Warte mal, wenn ich Fische esse, die sind roh besser, oder? Die machen roh mehr. Ja, definitiv. Guck mal, die machen einfach fast voll. So, wir trinken einmal nochmal hin. Damit wir das möglichst voll haben. Und dann rennen wir zu dem einen Scheiß-Satellit. Der irgendwo in diese Richtung war. Jawohl. Und ich weiß halt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir das Spiel oder die Hauptstory abschließen werden. Ich gehe davon aus, wir werden die Hauptstory abschließen und noch nicht alle Sachen im Spiel haben. Also alle Waffen und so weiter. Die will ich aber definitiv... Ich dachte, der Kelvin kommt mir hinterher. Alter, hier den umgeboxt. Die will ich aber definitiv alle holen. Also, dass das alles Teil dieses Let's Plays noch wird. Weil ich das irgendwo auch als ja, Sekundärziele, sag ich mal, empfinde. Und dem hier ist auch eine geile, so eine kleine Hürde zu bauen, ne? Und dementsprechend will ich die auf jeden Fall in den Let's Play verewigt haben. Guck mal, hier kann man auch mal eben looten. Nice. Das heißt, also ich würde jetzt sagen, ich gebe mir Mühe, dass wir die Sekundärziele auf jeden Fall vor den Primärzielen alle haben. Damit das einfach so ein bisschen sinnvoller ist, weißt du? Sag ich mal, vom Kopf her. Aber... ich kann es ja nicht steuern, weil ich halt einfach nie weiß, was ist in der Höhle jetzt drin, was passiert da jetzt, wenn ich da um die Ecke gehe, rollt der jetzt die Credits oder was weiß ich, was der macht. Oh, hier ist ein Lager von den Spastis, aber soll uns egal sein, gehen wir noch vorbei. Ne, und das heißt, die Chance ist einfach höher, dass wir die Hauptstory erst abschließen, bevor wir diese ganzen Sekundärziele haben. Which means, dass wir über die Story hinaus dieses Let's Play ziehen werden. Und diese ganzen Sachen auch noch holen werden. Jetzt ist natürlich eine grauere Zone, wie wir das anstellen.
Weil natürlich würde ich diese Sachen gerne selber finden, also diese Additional Goals, ne? Also wie zum Beispiel, ich sag mal, wir haben das Katana nicht gefunden, wenn die Hauptstory durch ist. Und das Katana will ich aber definitiv in dem Let's Play drin haben, alle Waffen oder alle Werkzeuge. Und dann machen wir uns also folglich auf die Suche nach dem Katana. Das Ding ist, das kannst du ja hier, wie gesagt, gar nicht ableiten irgendwoher draus, wo jetzt das scheiß Katana zu finden ist. Ja, which means, ich weiß noch nicht genau, wie ich das handhaben werde, aber das wird halt auch so eine Gefühlssache sein. Wir werden ein bisschen danach suchen, wir werden vielleicht einfach mal so auf Expedition gehen und uns nicht an diesen Zielen orientieren, die auf der Karte zu finden sind. Wäre geil, wenn wir bis dahin wüssten, wie die Peilsender funktionieren, weil dann kann man die eben sich zu Hilfe nehmen. Aber ansonsten kriegen wir das schon irgendwie outgeworked, dass wir dann einfach mal so in irgendwelche Bereiche gehen, weil, wie gesagt, ich weiß halt von diesem Schocker-Stab da, dass definitiv Werkzeuge und Waffen einfach mal so random irgendwo rumliegen können. Also hier, wahrscheinlich jetzt nicht so hier wie so hier so ein Stein oder so ein Stock, ja, sondern da ist dann, was weiß ich, ein Friedhof oder irgendwas, also irgendeine Sehenswürdigkeit. Und da liegt dann halt so ein Werkzeug. Ich weiß aber nicht, wie lange wir diese Nadel im Heuhaufen Suche dann durchziehen werden. Weil irgendwann wird es halt eintönig. Und ich mache bestimmt keine 50 Folgen, wie ich einfach nur hier über die Insel eier. Oh ja, und deswegen, früher oder später, werde ich mir dann was angucken müssen, wo das Katana dann ist, falls wir das halt bis zu einem gewissen nervigen Zeitpunkt noch nicht haben. So werden wir das auf jeden Fall durchziehen mit dem Let's Play. Dann, was wir auch noch machen im Let's Play. Aber da habe ich bisher nur eine Sache. Es sind so, keine Ahnung, wie wir das nennen sollen, Goodies oder so. Irgendwelche Dinge, die man auf jeden Fall, finde ich, meinem Empfinden nach in Sons of the Forest gemacht haben muss, weil die einfach geil sind. Dazu gehört eine Sache, die habe ich auf der Liste stehen, nämlich, wir werden uns auf jeden Fall noch einen Schlitten bauen und vom höchsten Berg runtersliden. Weil da habe ich, das habe ich jetzt schon mal ein paar Mal in Videos gesehen, das ist einfach echt geil gemacht. Es war halt in 14 Sekunden vorbei. Entsprechend lang wird die Folge, aber ist halt so. Warte mal, kann man die jetzt alle... Oh, man kann die Gräber alle ausbuddeln. Junge, das heißt, dass in Gräbern ja auch was sein kann. Also irgendwelche Werkzeuge oder... Kokosmilch oder was weiß ich. Reicht das schon? Ach, stark. Okay, hier ist dann tatsächlich auch normaler Loot drin. Ja, ich entschuldige mich für das Piepen, aber muss man, oder bleibt mal eben an. Junge, ich mache nicht gerne, aber du wolltest das so. Wieso ist der abgeprallt? Und wieso ist der trotzdem tot? Naja. Guck mal, ich hab, hier. Bitteschön. Ich hab noch ein Grab frei, ey. Kein Thema. Der Undertaker hier am Werk. So, viel Spaß, gute Nacht. Für Zubuddeln habe ich leider keine Zeit mehr. Ach, sick doch den da. Warte mal, wie viel Schaden macht das Ding? Oh, erstmal gar keinen, wenn man nicht in Reichweite ist. Das schlägt sehr schnell zu, ne? Also, das ist... Ja. Das ist auch keine schlechte Waffe, würde ich ja mal sagen. Junge! Alter. Okay, ist doch eine schlechte Waffe. Kann man die nicht töten damit? Ich wollte gerade sagen, Alter. So. Ja gut, ich meine, also zwei von euch müssen sich eins teilen, weil der sowieso schon viel dicker ist als der andere, kommt der jetzt hier noch rein. So. Seile. Einen haben wir noch. Okay, aber war, also ist jetzt nichts Besonderes. Aber ich traue dem Game zu, dass da vielleicht auch mal eine Waffe drin ist. So, warte mal.
Soll ja keiner sagen, dass ich meinen Job als Undertaker hier nicht gewissenhaft durchführe. Hier. So, hast einen neuen Freund. Ja, genau. Hier, wir gehen weiter zu dem Ausrufezeichen. Und ich meine, da war auch ein Grab. Vorne lungert jemand rum. Ach Junge, verpiss dich doch, ey. Jetzt hat er mich auch noch gesehen. Scheiße. Ich habe auch keinen Bock auf dich. Du kannst zu mir ruhig wegbleiben. Dankeschön. Ah, hier. Wahrscheinlich. Das ist auch ein einzelnes Grab. Kleiner Nachladeruckler sogar gewesen. Ey, das könnte was Krasses sein. Schnauze. Achso, hier, mein Gott. Ja, ist okay. The Pumpe. Mit der Pumpgun. Geil. Wir gehen mal weiter. Mit der Pumpgun geht es ab, Mann. Wo haben wir mal hier ein Opfer? Warte mal, hier ist aber irgendwo noch ein, der Peilsender. Komm mal her. Peng. Mit der Pumpgun. Immer zur Hand, Mann. Oder so, weiß nicht. Oh, die funktioniert ja wie ein Mixer, Alter. Aber wo ist jetzt der... Ah, da. Ja, okay, nice, haben wir den noch. Geil, wir haben die Pumpgun. Ja. Mit der Pumpgun bist du dran, Mann. Wir gehen zurück. Oder, also ich überlege gerade, von hier jetzt irgendwo hin loszugehen, aber von hier ist eigentlich Quatsch. Ehrlich? Jo, ich bin der reizende Terminator jetzt, ey. Oh fuck, wie viel Muni haben wir? Schrotkugeln, Flintenlaufgeschoss. Ach, warte mal, ist das sowas wie so Gummikugeln oder so? Aber wir haben 36 Schuss. Da können wir auch gut und gerne mal was verballern. Oh! Was haben wir denn hier? Das habe ich noch nie gesehen. Pack die erstmal weg. Aber wir haben sie Pumpgun. Schrotkugeln. Also ich finde, Munition, die Balance, wie oft man die findet, weil jetzt gerade vor allen Dingen die Pumpgun scheint ja auch ziemlich OP zu... Also was heißt OP? Ja, doch. Also die ist schon krass. Nee. Also wenn du dir jetzt vorstellst, damit hättest du jetzt unendlich Muni oder so, also dann hättest du ja gar keine Probleme mehr hier mehr gegen irgendwelche Gegner in dem Game. Also ist das schon krass. Aber 36 Muni ist jetzt auch viel, aber muss halt auch bedenken, wir haben die spät gefunden. Und in der Zeit lootest du dir ja einen gewissen Satz an Munition an. Ob das jetzt so mit der Häufigkeit, wie man Munition findet, gut ausbalanciert ist oder nicht. Junge! Wie gelegen kommt mir das Lager? Kommt mal rein, Leute. Jetzt weiß ich, wofür ich 36 Muni habe. Perfekte Anzahl übrigens. On point getroffen, Entwickler. Werde ich wahrscheinlich noch nicht mal alle brauchen. Na, du? Also, wenn der nicht tot wäre, ne? War zwar ein großer. Hallo, guck mal hier. Alter, nein. Der hat Blattrüstung angehabt. Wäre aber auch lächerlich, wenn der nicht tot wäre. So, schönen guten Tag zusammen. Ach, auf einmal wollt ihr nicht mehr spielen. Komm mal her. Alter. Okay. Ja, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Einmal noch mal mitfahren hier. Einmal noch mal dabei sein. Ja, kann ich jetzt gar nicht. Ich bin gerade kein ernstzunehmender Kirmessprecher mit der Stimme, ey. Aber das Lager war jetzt ein Geschenk des Himmels. Auf einmal haben die Respekt. Guck mal, da stehen die. Ja, kommt gerne her. Weil für jeden ist was dabei. Oh!
Ja, krass, ne? Alter, okay. Das Game ist gerade zum Shooter geworden. Junge, wie geil ist das denn? Kommt her. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Schönen guten Tag. Achso, auf einmal rennst du weg. Geil gemacht, dass die aber dann... Also, ich würde jetzt sagen, die haben schon merkbar deutlich mehr Respekt vor mir. Ich meine, kommt nicht jeden Tag vor, dass hier so ein Psychopath mit der Pumpgun angerannt kommt. Hey! Ja! Alles okay? Okay, ja, renn weg. Nicht? Nein! Ich habe keine Muni. Achso, ich dachte schon. Also, Intelligenz haben die auf gar keinen Fall. Wie kannst du denn so blöd sein, ey? Ich hätte den doch verschont. Hauptsache, hier liegen Matratzen und ich penne auf dem Bett aus Stöcken, Alter. Also, wenn ich das wäre hier, ich würde mir safe mal so eine Matratze mitnehmen, ey. Die sehen auch richtig clean aus. Oh, warte mal. Kassettenrekorder. Kaputt den Bums. Wir brauchen nämlich Platinen. Kann man mal sehen, wie sehr wir Platinen brauchen, ehrlich. Boah, Leute, ey, mein Hals macht gerade übel schlapp. Ich würde sagen, ich brühe mir mal noch ein Teechen. Und wir machen dann hier Schluss. Und sehen uns genau hier. Ja, morgen wieder, ne? Ich sage danke, dass ihr dabei gewesen seid. Das passt von der... Oh, wir haben ein bisschen Überlänge sogar. Aber eigentlich passt das. Ich sag mal danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns morgen ganz genau hier wieder. Haut rein, Leute. Habt ihr Bock, oder was? Kommt her. Scheiße, jetzt kommen die auch noch.